vorgestellt. Airport CEO. Wir sind in der zweiten Vorschau. Ja, wir haben letztes Mal hier die kleinen Flugzeuge, die Privatflugzeuge gemacht und jetzt war das zweite Tutorial angesagt, dass wir jetzt den kommerziellen Bereich ausbauen. Dafür sollen wir ein Terminal bauen, das wir hier finden und das wir dann in der Nähe hier wahrscheinlich irgendwo hinmachen sollten. Wie groß soll das sein? Ach nee, da steht 20 mal 15. Wie groß ist das? 3? Nee, dann geht das da nicht. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier hin. Oh, unzureichende Gelder. Okay. Das heißt, da haben wir nicht genug Geld für. Würde ich jetzt sagen, dann machen wir das kleiner. Auch wenn das Tutorial sowas vorschlägt, aber ich würde das jetzt minimieren, indem wir das vielleicht nur so groß bauen. Rollfeld würde da oben so ungefähr passen. Kriegen wir so hin, oder? So, da das Geld knapp wird, müssen wir gucken, dass wir Personalgeschichten einsparen. Betrieb. Und da und dann noch mal 10 weniger. Die schicken wir mal nach Hause. Dann ist das besser. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, der ist irgendwo hingescrollt, oder was? Ach so, da ist es. Da kommt der LKW mit der Ware. Das ist schon mal gut. Dann brauchen wir Türen, steht da. Türen, Türen, Türen. Wo ist denn jetzt das Terminal? Ist da. Ach so, da sind die Türen. Dann bauen wir da eine Tür ein, dass die Leute rein können, ne? Passt. So, was brauchen wir dann nach den Türen? Parkplätze. Das ist eine Bushaltestelle, brauchen wir. Das ist das Symbol. Da ist Bus. Und da ist die Bushaltestelle. Müssen wir drehen. Und bauen das da ein, ne? Gut. Und Parkplatz. Halteplatz für Autos ist dieses Symbol. Drehen wir auch. Und ne, drehen wir nochmal. Und bauen das da ein. So. Machen wir so, ne? Passt. Haben wir. Platziere ein paar Fußwege, mit denen die Passagiere hin und her laufen können. Da sind Fußwege. Da ist die Tür. Das heißt, einfach so verbinden, oder? Okay. Weiter geht's bitte. Wir können mal schneller laufen lassen. Vollgas jetzt hier. Da kommen noch mehr Ware. Wo sind die Arbeiter? Achso, die sind hochgelaufen schon, okay. Läuft soweit. Okay, die Tür ist da. Der Fußweg muss dann auch noch gebaut werden. Das ist auch noch nicht fertig. Gut, dann ist das halt so. Da kommen sie wieder. Und kloppen das Fundament auf der Erde. Das macht einen ganz guten Eindruck, oder? Autohaltestelle, Bushaltestelle. Ja, das dauert jetzt eine Weile. Wir sind auf der schnellsten Stufe eigentlich. Es ist 11 Uhr. Die Flieger stehen hier noch alle. Wir haben rote Zahlen hier unten am Stehen. Das ist nicht gut. Und die bauen jetzt gerade die Wände. Okay. Und ich glaube, das alles so, wie wir wollen. Der Baum wackelt im Wind. Sehr interessant. Okay, das dauert eine Weile, bis die natürlich fertig sind. Tür ist drinne. Ah, die Fußwege müssen wohl wahrscheinlich erst gebaut werden. Bis das hier weitergeht, ne?
Also Steuerung muss man gedrückt halten und dann kann man andere Sachen kaputt machen, die man dann ausgewählt hat. Aber Gras können die nicht gehen. Also nur die Bauarbeiter können das. Kann ich das ausmachen? Ja. Passagiere und Mitarbeiter brauchen Fußgängerwege, um Straßen zu überqueren. Okay, aber die kommen ja auf dieser Seite an, also brauchen wir das nicht. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Okay, einfache Checkliste. Was brauchen wir noch platzieren? Ein paar Fußwege. Achso, okay. Dann können wir das auch so lassen, dann sehen wir die Bilder. So, okay, die sind schön am Basteln. Okay, macht mal weiter. Geht das ein bisschen schneller? Okay, das ist, weil wir jetzt Personal einsparen, dann bauen die natürlich nicht so schnell, ne? Ist auch klar. So, jetzt dieses Stück Wand da unten noch und dann wird außen weiter gebaut. Also hier diese Sachen hier. Die ja dann auch hier, das ist wichtig, dass das fertig wird, damit das Tutorial weitergeht, ne? Okay. Noch zwei oder drei Mauerteile hier. Zwei, drei. Fertig. Jetzt Parkplatz machen bitte. Okay, da geht's auch weiter. Aber es gibt gar nichts, was wir machen sollen. Ah, da kommt was Neues. Außen ist alles fertig, jetzt müssen wir innen kümmern. Passagiere betreten zuerst das Terminal, wofür sie ihre Flüge einchecken können. Dann müssen sie an einer Sicherheitskontrolle vorbei und den gesicherten Bereich des Terminals zu betreten. Sobald der Flughafen ankommt, klangen sie über eine Boarding-Schalter zum Flugzeug. Passagiere, die auf einem Flughafen ankommen, müssen durch einen Sicherheitsausgang, bevor sie das Terminal verlassen und ihr Gepäck abholen können. Also die kommen hier rein, gehen durch diese Kontrollen und dann zum Boarding-Schalter, der da oben ist. Und die vom Flugzeug gehen am Boarding-Schalter vorbei und wieder raus. Okay. Platziere mindestens zwei Check-In-Schalter. Das ist dieses Symbol und Check-In-Schalter. Der. Okay. Die kommen von da unten. Da sind auch grüne Pfeile dran. Also so. Machen wir mal dahin. So, trenne einen passenden Teil des Terminals als sichere Zone ab. Sichere Zone wird hier vorne angegeben. Sicherheitszone, okay. Sicherheitszone. Das ist ja jetzt hier in der Mitte irgendwie so, oder? So. Machen wir mal so. Sicherheitskontrollen soll man dann machen. Das ist dieses Männchen. Und das sind die Sicherheitskontrollen. Oh, stopp. Eine kleine. Okay, die kann man so bauen. Passt. Ein paar. Okay, ist schon durch. Und dann auch. Entschuldigung. Dann auch ein Ausgang, der dieses Stoppschild ist. Okay, das geht nur so. Ja, das machen wir nochmal da rechts hin. Passt schon, oder? Haben wir. Platziere einen Boarding-Schalter in der Nähe jeder Standplatzes am Terminal und warte, dass es gebaut wird. Okay, wir haben noch keinen Standplatz. Und dann Boarding-Schalter. Achso, wir müssen wieder einen kleinen auswählen. Ach so, der ist hier drin, ne? Okay. Ja, machen wir dann. Oh, Landebahn ist beschädigt. Wo ist sie? Da. Reparieren wir die mal. Okay, läuft aber wieder. Verbinde den Boarding-Schalter mit dem nächsten Standplatz am Terminal. Standplatz am Terminal.
Achso, den müssen wir erst noch bauen dann, ne? Flugzeuginfrastruktur. Standplatz. Normal. Und wir haben nur Gras. Passt, oder? Wird gebaut dann. Also wir müssen noch diesen Weg dahin machen. Damit die wissen, wo sie lang müssen, ne? So ist es. Jetzt müssen wir den Standplatz erst machen. Und Standplatz verbinden. Passt. Klicke auf jeden Standplatz und aktiviere die kommerziellen Flüge. Okay, das waren die. Haben wir. So, jetzt haben wir den grundlegenden Weg der Passagiere konfiguriert. Bald wird das Terminal voller Betrieb sein. Vorher sollten wir uns mit den Mitarbeitern arbeiten. Okay. Ziehe einen Personalraum auf. Das ist hier. Und da. Ziehe einen Personalraum. Okay, zum Personalbereich. Personalraum. Okay. Personalraum ist der. Gut, dann machen wir das. Den können wir ja mal hier hin machen, so. 7x5 Meter. Platziere ein paar Bürotische und die Art von Sitzmöglichkeiten im Personalraum. Ja, machen wir doch dann mal, ne? 1, 2, drehen wir mal, 3, 4. Ja, haben wir, passiert aber nichts. Achso, die müssen noch gebaut werden, vielleicht liegt es daran wieder. Okay, da haben wir keine Wände oder sowas. Aber es geht weiter, indem du ein paar neue Böden legst. Wo war das jetzt? Das erste. Dann das. Und dann das. Machen wir doch mal hier schick, oder? Sieht doch gut aus. Verschönern deinen Terminal mit ein paar schönen Pflanzen. Pflanzen da. Da sind Pflanzen. Und diese. Also, da müssen wir hier oben wieder welche aussuchen. Ja, machen wir da eine hin und da eine hin. Und da und da und hier und da und da und da und da und da. Passt. Okay, da gibt es noch ein paar E-Mails. Herbstmanager. Was ist das? Ach so, das ist bestimmt für einen Kredit. Okay, da müssen wir mal gucken, dass Wände und sowas, das, okay. Nächstes aber hier, der neue Personalraum sieht zwar nett aus, aber der ist leer. Und wir haben ein paar freundliche Mitarbeiter für den Flughafen, an dem sie bereit sind, wenn die ersten Passagiere ankommen. Okay. Stell dein Personal an. Retrieviere Passagiere, Serviceagenten unter Mitarbeiterbewerbung. Bewerber. Das ist ja Personal, oder? Und dann dieses. Und dann 4 Passagiere. Service Agents. Okay. Den stellen wir an, weil 7 Dollar nur. Den auch nur 7 Dollar. Der ist teuer. Die anderen drei kosten so viel. Ja, 8 ist egal, machen wir die noch dazu. Das waren 4. Sicherheitspersonal. Ist das. 10 haben wir hier, 10 haben wir da. 9 ist noch billiger. Ja. Und haben wir schon 4? Ja.
Dann brauchen wir Ramp Agents. Auch 4. 8, 12, 11, 9. Also die. Den. 11, 12, 11, 11. Noch den. Haben wir schon? Nee. Einer fehlt noch. Zack. Aktiviere den Ramp Agent Dienst Betrieb und Übersicht. Ramp Agent Dienst, da ist er. Haben wir aktiviert. Jetzt sind wir endlich so weit, dass wir den ersten kommerziellen Flug empfangen und Passagiere willkommen heißen können. Zuerst müssen wir einen Hauptvertrag mit einer Fluggesellschaft unterzeichnen. Die Fluggesellschaften bieten den Flügen an, die wir in unserem Plan planen können. Okay. Nimm einen Hauptvertrag einer Fluggesellschaft an unter Wirtschaft. Angebotene Verträge. Okay. Die haben so eine Flugflotte. Die haben so eine. Die haben diese. Cessna, die könnte da bestimmt landen. Stripe ist auf jeden Fall schon mal besser. Die haben nur wenig Flugzeuge. Aber die haben ganz viele hier. Maple. Und das ist auch nicht. Die haben nicht so viel wie diese hier oben. 2, 4, 6, 7 Flugzeuge, aber eine A320, ne? Und das ist 4. Wir bleiben nie die haben am meisten. Dann unterzeichnen wir mal hier. Dann hast du unter kommerziellen Flug akzeptiert. Das müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben einen Standplatz, der kommerzieller Flieg, aber nicht offen ist. Den haben wir jetzt aufgemacht. Das funktioniert. Sicherheitscode verbunden mit Sicherheitskontrolle. Okay. Das ist die Sicherheitskontrolle, ist in Betrieb. Jetzt müssen wir die verbinden. Was fehlt uns da? Ich glaube, eine Zone noch vergrößern, ne? Hier, das müssen wir noch so machen, damit die da auch hinkommen, oder? Machen wir mal so. Jetzt müssen wir... Achso, hier hatten wir... Ja, jetzt ist das alles grün. Ah, keine allgemeine Luftfahrt. Okay, jetzt müssen wir das da aufmachen. Auf die Fluggesellschaft klicken. Achso, jetzt muss ich die da rüberziehen. Okay, da geht noch einer. Dann nehmen wir den mit, aber ich weiß gar nicht, wie wir waren, ne? 3 und 3 Leute nur, ne? Das war ja nicht so viel, ne? Dann gehen wir mal hier auf den nächsten Tag und bauen weiteres ein. Da können wir jetzt einfach einbauen, ne? Bringt ja nichts anderes. Lass wir die erstmal mitnehmen, da kommt schon der nächste rein. Bestätigen wir. So, was hat er denn hier? Jetzt kannst du dich zurückkehren und auf den Airline-Flug und die Passagiere warten. Okay. Was stand da jetzt? Oh, komm, dann müssen wir hier mal gucken. Das haben wir. Ah, das ist hier Geld kriegen, alles. Ein Mitarbeiter findet den Personalraum nicht. Aber auch mehrfach, ne? Ist aber wohl schon durch. Ah, da ist der Flieger. 3 gebracht und 3 nimmt er mit. Um 21.35 Uhr ist der Start. Okay. Das dauert noch ein klein bisschen. Hier steht ja immer, dass ein Mitarbeiter seinen Weg nicht findet. Dann sollten wir vielleicht mal gerade gucken, ob wir da was bauen können. Wände. Guck
Können wir das wieder wegreißen? Müssen wir die Blumen wieder auswählen, ne? Und Steuerung drücken und dann wegmachen. Dann, ah, wird der gerissen, okay. Dann wieder eine Wand dahin. Und eine Tür brauchen wir noch. Eine kleine Tür. Zack. Und dann müssen wir daneben noch eine Wand machen. So sieht's auch ganz nett aus, oder? Der Flug, Small Aircraft schon ist so spät dran. Möchtest du den Flug um eine Stunde verschwerer eintragen lassen? Nö, warum sollte ich das? Lass noch fliegen. Okay. Hier ist gar keiner mehr. Jetzt können wir hier noch so ein paar Wände machen oder sowas, ne? So ist das abgetrennt. Schicker, oder? So, fertige 5 weitere kommerzielle Flüge ab. Wie viel haben wir denn gehabt? Einen, ne? Weil der war ja am Samstag, ne? Aber das sieht man nicht mehr. Schade. Und dann sind wir... Ah, warte, da ist noch ein... Ne, ist die Fluggesellschaft. Ne, hat keine Flüge mehr. Okay. Oder welche am Montag? Am Dienstag? Am Mittwoch? Na, okay. Sonntag? Hm. Kommen da noch welche oder nicht? Ist ja doof, ne? Einen hatten wir noch 3, da sind dann mal gerade 4. Können wir hier vorspulen bis zum nächsten Tag? Ja. Wieso hat denn der jetzt angehalten? Hab ich irgendwas verpasst? Was steht da? Kann nicht vorgespult werden, weil... Im Terminal sind noch Leute, alles klar, dann mach dann auf schnell. Die stehen da alle rum. Flieger ist nicht da. Keine Flüge geplant. Ach, da sind Passagiere hier. Boarding Pass, okay. Oh, wir haben gar keine Toiletten und sowas. Blase 0. Ganz unten. Kann man hier eine Toilette bauen? Ist nur die Frage, wo, ne? Da! Wo können die denn auf Toilette gehen? Hier oben machen wir das hin, oder? Muss an innen platziert werden, Toiletten. Okay, ist doch innen. Verstehe ich jetzt nicht. Ach so, da ist eine Zone. Machen wir die mal so, oder? Achso, und dann müssen wir noch Wände haben. Und unterteilen wir das mal so. Geht das nicht? Doch, geht. Und dann nochmal die Toilette. Eine da. Eine da. Und Waschbecken. Drehmer. Und Drehmer. Und das ist die Herrentoilette hier. Und dann müssen wir noch eine Tür da auch haben. Wo gab es die Türen? Hier vorne. Und da auch nochmal. Jetzt haben wir 2 Toiletten, ne? Pissoir. Ja, läuft, oder? So, haben die noch ein Problem? Mit der Blase nicht. Der aber, okay. Da ist ein Flieger auf jeden Fall da. Achso, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir weitere Flüge noch machen können. Ja. Zwei, drei, vier und einen hatten wir, waren 5. Und jetzt gibt's keine mehr, okay.
Das reicht aber dann für das. So, das sind jetzt die Toiletten. Das Männlein. Geöffnet. Ach, na, das ist ja toll. Zimmer löschen. Ja. So, das heißt, man muss diese Zone nochmal aufziehen für zwei. Einmal für Herren und einmal für Damen. Offen. Und das ist das männliche Geschlecht. Schon offen? Ja, ne? Ich hoffe, das funktioniert soweit. Die haben noch ein Problem. Der hat eine schwache Blase. Geht denn einer auf Toilette dann? Die Blase ist aber okay. Eintrittsgebühr nix. Bedingungen erfüllt. Bedingungen erfüllt, okay. Gibt es da noch was? Handtrockner. Dann drehen wir das mal um. Der Handtrockner geht da nicht. Ah, wir haben nicht genug Geld. Oh, das ist nicht gut. Da wird ja wohl gleich nochmal ins Plus kommen, oder? Jetzt geht er. Und den noch bitte bauen. Und dann müssen wir sparen. Wie sieht's mit den Flügen aus? Einer geht noch. Aber 1, 2, 3, 4, dann fehlt ja einer. Da ist einer gecancelt oder was? Oder haben wir einen falsch gemacht? Ist natürlich nicht so schön. Ach so, die Straße muss dann noch hin, ne? Haben wir so viel Geld? Weiß ich nicht. War das jetzt die Straße? Können wir uns nicht leisten. $3.300. Jetzt ist wieder zu wenig. Halt, stopp. Das muss wieder sofort weg. Öffentliche Straße ist verkehrt. Puh. Dienststraße. Was sind das für eine Straße hier? Das ist ein Rollfeld, ne? Wie heißt denn das Ding? Betonfeld? Rollfeldfundament? Ne, das ist das da oben. Das ist ja für die Flugzeuge. Wir brauchen das ja für die anderen Autos hier. Für Transport im Rollfeldbereich. Ah, das ist es, okay. Ah, müssen wir auch wieder auswählen. Okay. Geld reicht dafür wieder mal nicht. Geht das so erstmal? Weiß nicht, ob das so funktioniert. Oh. Okay. Ah, das ist Tutorial 3 jetzt, wo wir größere Standplätze machen müssen. Okay. Ja, die werden wir dann auf Dauer, beziehungsweise auf Dauer nicht, sondern die werden wir im nächsten Vorschau machen, in der dritten Vorschau. Da kümmern wir uns dann drum, aber jetzt müssen wir dann erstmal hier gucken. Also diese Straße da, wird die noch fertig? Auf jeden Fall müssen wir Geld sparen, ne? Das ist schon mal Fakt. Und da müssen wir gucken, dass diese Flugzeuge vielleicht auch betankt werden. Ist denn da jetzt noch einer hier? Ah, da sind auch wieder Leute. Achso, das ist ja schon durch. Wir müssen den nächsten Tag planen.
Bestätigen. Okay. Bestätigen. Und den kriegen wir dann dahin. Auch bestätigen. Mehr sind nicht. Wie sieht es denn mit dem Geld aus? 2, 3. Okay. Dann. Nee, da. Und Dienstweg. Und Dienstweg. Und geht. Wo gehen die hin? Achso, die hatten da drinnen was gebaut und jetzt bauen sie hier draußen. Alles klar, dann passt das ja wieder. Flugzeuge sind keine da. Können wir das mal schneller machen? Nee, geht wieder nicht. Okay, jetzt wird die Straße richtig fertig. Ist nur die Frage, ob hier auch betankt wird dann, ne? Müsste man nochmal gucken, wenn die da sind. Okay, das dauert noch ein bisschen. Können wir vorspringen? Ne, sind Leute im Terminal, toll. Ach so, da sind schon Gäste, die warten, oder wie sehe ich das? Ach so, die könnten ja hier mal vielleicht auch eine Sitzgelegenheit kriegen, ne? Geschäfte, Sitzplätze. Hier, so. Unzureichende Gelder. Mhm. Was kostet so ein Ding? Steht das da? 500. Kriegen wir das noch zusammen oder nicht? Ah, da ist der Flieger gekommen. Bringt der Sprit jetzt dahin? Nee, sieht nicht so aus. Aber braucht der was anderes? Ah, der braucht anderen Sprit hier. Haben wir den? Keine Ahnung. Tag überprüfen. Haben wir doch hier. Oder brauchen wir ein zweites Auto dafür? Ja, der kann bestimmt nur das eine liefern, ne? Wo kriegen wir denn Fahrzeuge her? Hier? Dienstwagenhaltestelle, Haltestelle für Luftviertel. Die vor Ort. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wo diese Fahrzeuge sind. Taxistopp, Autohaltestelle. Die Frage dieser hier, ne? Fahrzeug. Wo kriegen wir dieses Fahrzeug her? Auftragnehmer und Ankunftsort, Lieferort. Boden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich das jetzt hier finde. Das war im ersten Tutorial zu machen. Infrastruktur. Fahrzeugkontrolle, Fahrzeug. Ja, keine Ahnung. Gibt's hier ein Depot? Nee. Naja, ist erstmal so geklärt. Der fliegt jetzt weg. Ja. Das ist geklärt. Irgendwo jingelt's immer. Ich habe keine Ahnung, wo. Flugzeuginfrastruktur. Treibstofflager, Treibstofftank. Catering. Wetterstation. Hier sind keine Fahrzeuge bei. Hier sind Gebäude zu bauen. Dienst öffentlich. Okay, Dienststraßen, das ist auch nicht. Oh, ist Winter geworden.
Lieferort, Fahrzeugkontrolle haben wir schon. Fahrzeuglager. Ich weiß nicht, wo es das gibt. Parkplatz für Ersatz. Einsatzfahrzeug haben wir schon gebaut. Sechs verfügbare Parkplätze von sieben. Ja. Ist ja krass, ne? Da kam gerade noch ein Bus. Dekoration, Sitzplätze. Das mit den Sitzplätzen wollten wir noch gemacht haben. Achso, die muss ja erst gebaut werden, dass ich da einer hinsetzen kann. Stühle, Sofas, Bank, Tische, Laptop-Tisch, okay. Toiletten. Ja, wir werden irgendwann auch noch das Passende finden hier. Parkplatz. Ah, warte mal. Fahrzeuge. Da. Kann man da noch einkaufen? An Posten zuordnen, an Lager zuordnen, am Standort zuordnen. Ich hätte gerne noch einen, aber das geht gar nicht, oder wie? Das ist ja voll doof. Und so einen haben wir nicht. Also hat sich das ja übrig. Das funktioniert halt nicht. Die darf man noch nicht betanken. Das sagt das Tutorial wahrscheinlich. Und wir haben jetzt hier 1900 Miese gerade. Auch nicht so der Hit. Und wir müssen hier noch weiter gucken. Da gibt es ja wieder Flüge. Okay, dann müssen wir erstmal den Dienst aufrufen. So, 11 Uhr. Irgendwas bei 11 Uhr. Den bestätigen wir erstmal. Vier Leute sind da drin. Haben wir ja auch ein bisschen. Da ist was Größeres. Einer geht noch. Hier sind noch ein paar mehr drin. Bestätigen. Okay, dann haben wir da wieder Plus zu machen. Der ist die ganze Zeit am Drehen da, ne? Spaß, Hunger, Energie, fehlt alles. Haben wir denn da jetzt wirklich die Sitzplätze da? Doch, da sitzt so einer. Mitarbeiterausweis, Flughafen Stuttgart, okay. Das heißt, hier wird auch gar nicht sauber gemacht, oder wie ist das? Personal. Personalbereich. Warte mal, wir müssen noch mal Sitzplätze machen. Für die Leute im Wartebereich. Das heißt, dreh das mal. Und stell das da hin. Ach, die 500 Euro fehlen uns. Ja, gut, okay. Ich würde sagen, wir sind mit dem Tutorial erstmal durch. Das zweite, das dritte, der internationale Flughafen, den machen wir dann nächstes Mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wirklich dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr die Glocke anmacht, kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, Kommentare immer herzlich willkommen. Schreibt rein, ob es euch gefallen hat oder nicht oder was besser wird oder was schlechter wird. Und da fehlt einer. Und hier geht's nicht voran, ne? Und das mit dem Kraftstoff, das ärgert mich, dass ich da nicht liefern kann, ne? Okay, ist halt so. Und hier würde ich ja noch gerne eine Bank hinstellen, aber wir machen gerade gleich 10.000 Miese, ne? Das ist schlecht. Da sind welche im Terminal, deswegen geht die Zeit nicht schneller zu drehen. Ja, jetzt ist gerade 4 Uhr rum.
Der Boardingpass ist das. Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.